So, und bevor ich hier aufnehme, ihr solltet immer mal wieder reinschauen in den Play Store oder auch in den App Store, von Apple heißt er ja, glaube ich, App Store, ob nicht irgendwelche Updates für Clash of Clans anstehen. Ihr seht das hier, ich mache jetzt gerade den Emulator, aber wir sind sofort hier bei der Sache mit dem Incognito. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ihr seht das, wer das Video von gestern nicht gesehen hat, ich verlinke euch das irgendwo da oben. Warte, da, ich muss mal gucken, da oben, glaube ich, ist das immer diese Infokarte. Wer es noch nicht gesehen hat, aber ihr könnt die Infokarte auch immer am Ende sehen. Also ihr braucht jetzt nicht das Video wechseln, sondern ihr könnt einfach dem Video hier erstmal folgen. Ja, Incognito, was heißt das eigentlich? Ich fand es ganz, ganz witzig und manchmal habe ich euch ja schon mal erklärt, sucht man ja auch immer gerne nach einem Motto, aber ich habe es schon vor Tagen gefunden. Denn in diesem Clan hier bin ich mit meinem Rathaus 9, mit dem Chief barfuß. Und da bin ich tatsächlich inkognito. Warum eigentlich? Tilt der Toto jetzt ganz aus? Nein, der Toto tilt jetzt nicht ganz aus. Er ist ja hier so der Riesen-YouTuber im Clash of Clans-Bereich. Ist natürlich totaler Schwachsinn. Das habe ich heute Abend auch schon mal einem anderen Clan erklärt, die gedacht haben, oh, der Toto ist da. Hurra, hurra. Leute, ich bin ganz normaler Clash of Clanser, ich bin ein ganz normaler Mensch und das ist mein Hobby hier. Und dementsprechend muss auch keiner ausrasten, wenn der Toto mal zu Besuch ist oder so. Ich finde das natürlich immer so ein bisschen niedlich. Ich finde das immer ein bisschen niedlich, aber ich bin ein ganz normaler Mensch, der das Ganze hier als Hobby hat, ab und zu mal ein YouTube-Video hochlädt. Und das ist dann auch gewesen. Und da habe ich mich hier in diesen Clan reingetummelt. Das kam irgendwann mal, also das ist jetzt, das gehört auch nicht zur Serie Ich bei euch oder so, sondern die wissen A nicht, wer ich bin, B habe ich es auch nicht gesagt, so nach dem Motto, hey, ich bin hier der tolle Toto und mache immer so tolle Videos, obwohl ich meine Videos auch nicht immer so toll finde. Manchmal bin ich auch am Thema vorbei, wenn ich manchmal noch eine ältere Folge sehe und denke so, ah, Toto, was hast du da eigentlich mal damals gemacht? Aber ich denke mal, hier hat sich dieser Angreifer gut geschlagen, nämlich der Edgar gegen Judy und klar, gegen so ein grauenhaftes Dorf hier, was dieser Verteidiger hier hat. Da kannst du auch mal ruhig richtig Truppen rausballern. Schön gemacht hier. Und die Inkognito-Reise hier ging leider für mich auch so weit, dass ich hier im Klankrieg mit dabei war. Gucken wir mal. Irgendwo habe ich mich dann auch mal hier so ein bisschen geschlagen. Vorher schlägt sich aber hier Tobi 2 auch gegen sowas. Ja. Ist das auch Inkognito-Modus hier, sich mit so einem Rathaus 11 hinter so einer Base hier zu verstecken oder hinter so einem Account zu verstecken? Ich meine, das ist ein Account, ihr seht das hier an den Lagern oder ich erkenne zumindest. Ein Rathaus 11, 240 Truppen und dann so ein Mist hier. Ja, der hat nicht mal alle Verteidigungsgebäude. Wer richtig aufgepasst hat, hier fehlen alle Magiertürme. Hier fehlen alle Magiertürme. Er hat einen Bogenschützenturm, er hat die Luftabwehren. Hey Kollege, hast du gut gemacht. Die Luftabwehren auf Max für sein Rathaus-Level oder? Nee, das sind noch 10er, ne? Ich glaube, das sind sogar noch Rathaus 10er. Und denkt hier, dass die Achter hier an ihm verrecken. Ah ja, 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 ja. Aber okay, der Inkognito-Modus ging dann für mich noch in dieser Woche weiter. Nämlich mit dem Alex-Account. Mit dem Alex-Account war ich ja bei unserem österreichischen Gegner-Clan in einem Clankrieg, habe nur einen Angriff gemacht, habe dann gelieft. Weil ich einfach ein bisschen sauer war, muss ich sagen. Auch das kenne ich eigentlich nicht von mir, aber auch so bin ich mal so ein bisschen inkognito. Mich kannte da hoffentlich auch keiner. Und deswegen war ich da so ein bisschen stinkig am Abend. Ihr müsst euch folgende Situation vorstellen. Ich bin mit meinem armen Rathaus 9er da und fordere nur einen Lava-Hund. Ich fordere nur einen Lava-Hund Max, mehr nicht. Und es waren so 4, 5 Leute online und die waren alle am Betteln. Die waren alle am Betteln, das heißt Freundschafts-CK hin und her und haben sich dann immer die Clanbogen befüllt, auch hin und her. Ich nehme mal andere Truppen mit, ich nehme mal die Truppen mit. Und ich habe erstmal gar nichts so gesagt und habe mir nur meinen Teil gedacht. Und ich habe geschlage eine beschissene Stunde auf den Lavahund gewartet, habe wirklich in dieser Stunde 5-mal gefordert und ich wollte immer noch nicht meinen Hals aufreißen. So nach dem Motto, Leute, ihr seid hier zu 6 oder zu 7 online, alles 10er, 11er und keiner spendet mir am 9er mal einen Lava-Hund in die Clanburg. Da war ich so stinkig, da habe ich dann irgendeinen Angriff gemacht, ohne Clanburg, irgendeinen 2-Sterner und bin dann, muss ich sagen, so ein bisschen enttäuscht und auch sauer aus diesem Clan gegangen. Bin dann nachts,
Man muss sagen, es war schon wirklich, es war wirklich Nacht. Bin ich dann aus diesem Clan raus und habe gedacht, ach scheiße, jetzt mit Alex keinen Clan haben, das ist natürlich auch doof. Also habe ich mich ins Global begeben. Das war wirklich, wirklich witzig. Ich habe auch gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und habe einfach nur ins Global geschrieben, Suche. Ja, Suche. Und der liebe Anni hat mich dann aufgenommen. Also Anni hört sich zwar nach einem Frauenaccount an, war aber jemand, der den Account seiner Freundin oder einer Freundin bespielt. Und ich habe aber gedacht, komm, ich will nur in einen Clan, kurz Clanbook-Truppen haben und dann übernachten, mehr nicht. Und dann begrüßt er mich mit, ich meine, ich war mit dem Alex 360 da, und dann begrüßt er mich mit, hallo Thorsten. Da habe ich dann nur gesagt, und ich habe es auch im Chat geschrieben, boah, scheiße. Ja, da kommst du irgendwann mal nachts in irgendeinen Clan rein und dann begrüßt dich tatsächlich jemand mit, hallo Thorsten. Finde ich echt cool, muss ich mal so sagen. So viel zu Inkognito. Und auch bei uns tummeln sich sicherlich immer mal wieder Zweitaccounts von irgendwelchen Leuten, die mit ihrem Erstaccount nicht mehr landen können oder so, keine Ahnung. Aber habt ihr das auch schon mal gemacht, so Inkognito irgendwo so ein bisschen rumspioniert? So in eurem alten Clan, wo euch keiner mehr haben wollte, wo sie euch rausgemobbt haben, da kann man ja was gegen tun, Mobbing-Team, ne? Wisst ihr? Und von daher, ich fand es total witzig. Also so richtig inkognito bleiben, gelingt mir natürlich, Leute. Das war jetzt alles schwer übertrieben. Aber ich glaube, diese Base habe ich ganz gut gemacht hier mit Luft und unterstütze hier mit einem Queen Charge, heißt es ja. Ich weiß es jetzt. Es heißt Queen Walk, wenn die Queen um die Base walkt. Es heißt Queen Charge, wenn sie denn reingehen soll. Und das sollte sie hier in diesem Fall. Ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Die Loons können hier ganz, ganz behende durch diese Base fliegen. Das seht ihr. Denn die Lava-Hunde hier tanken wirklich, wirklich gut für die Lufttruppen. Hier hinten jetzt schon mal angefangen mit Cleanup-Lakis. Denn wir mussten noch mal ganz durch die Base. Hier hinten hatte ich ein bisschen wenig. Aber ich glaube, ist ganz gut geworden. Hier bei den Firefighters übrigens. So heißt der Clan. Wo ich auch gerade noch so aufnehme. Deswegen bin ich auch gleich nach der Folge gestern einfach sitzen geblieben. Habe gedacht, Toto, du musst jetzt noch fix aufnehmen. Denn sonst läuft dir das weg. Ihr wisst es. Es gibt nichts Schlimmeres als ein YouTuber, der nichts zum YouTuben hat. Also der nichts zum Zeigen hat. Der eigentlich weiß, Alter, da waren coole Angriffe bei. Das war eine coole Truppe. Bist du mal so richtig casual hier reingekommen. Und dann kannst du es nicht mehr aufnehmen. Das ist das Blödste, was mir immer passiert. Und dem will ich natürlich immer ein bisschen vorbeugen. Deswegen ist es zwar auch nicht üblich, dass ich mal so zwei, drei Folgen vorproduziere, aber hier, glaube ich, war es mal nötig. Ich glaube, es war mal nötig. Und wir sehen hier den Russia 2000. Russia 2000. Also auch witzige Namen hier. Das fand ich auch sehr, sehr cool an den Clan. Ihr werdet gleich noch witzigere Namen hören. Also ich finde die Namensgebung hier in Clash of Clans manchmal ungeheuerlich, ungeheuerlich. Aber denke, das stört mich natürlich nicht. Ich finde es einfach nur, wenn ich so manchmal ein paar Namen sehe, die vielleicht auch mal umbenannt sind. Ich würde ja gerne den Alex auch mal umbenennen, damit ich mal inkognito, entschuldigt, bei euch sein kann und so ganz unerkannt keine Menschenseele weiß, dass ich hinter dem Account stecke, kann einfach ein bisschen was Cooles zeigen. Aber in der Regel sage ich natürlich immer, wer ich bin. Also in den seltensten Fällen oute ich mich als Uschi Hausfrau 40. Das mache ich nur bei uns im Clan. Aber sonst sage ich eigentlich immer schon wirklich, wer ich bin. Und schöner Einsatz von der Karre hier. Das dauert auch ganz, ganz schön lange, bis die mal so ein Lager hat. Aber Clanburg wurde gelockt, wurde eliminiert. Und mit den Minern geht das hier durch. Die Infernos sind auch noch nicht so super, super stark. Aber der Angreifer ist auch ein Russia 2000. Ja, klar. 10er King, 15er Queen und einen Warden, der immerhin schon seine Fähigkeit hat. Also manchmal sehe ich das ja auch nicht mehr ganz so abwegig, obwohl es gibt ja wirklich manche Accounts, die kannst du eigentlich nur sagen, ey, bannt solche Leute. Aber letztendlich bin ich ja auch immer wieder in solchen Clans, wo solche NGs denn auftauchen.
Und aber 4 auf 4, das ist ja auf Augenhöhe. Und ich saß auch immer häufig genug. Glaubt man nicht, dass der andere Clan anders aussah? Nein, das ist natürlich in solchen Clans manchmal so. In den Clan bei den Soßen, da ist das immer sehr, sehr ausgeglichen. Da gibt es ja, es gibt, ich glaube, wir haben noch zwei Leute, die haben jetzt noch keinen Adler. Beziehungsweise wir haben heute mal wieder einen erwischt, der zwar eine CK-Base hat, aber noch seine 10er, weil er schon so lange nicht im CK war, dass er zwar eine 11er-Base hat, mit Adler allen drum und dran, aber hat überhaupt keine CK-Base für Rathaus 11 gebaut. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Also da solltet ihr auf jeden Fall dran denken, wenn ihr denn eine Rathausstufe hochgeht, dass ihr auch gleich in euer Kriegsdorf geht und die neuen Sachen mit reinbaut. Geschweige denn gleich eine ganz neue Base baut wegen den neuen Mauern. Jo, und hier sind wir beim Bob. Hier sind wir beim Bob, den gab es ja auch öfter in Clan, also auch das erwische ich immer häufiger, natürlich die Mehraccountigkeit. Und der Bob hat sich hier entschieden, die Zweier Elektrodrachen zu nehmen. Die habe ich jetzt so noch nicht so oft gesehen, muss ich sagen, dass die Rathaus 11er die nehmen. Die Bases müssen für diese Elektrodrachen einfach passen. Die Tage hat auch jemand geschrieben, ja, Elektrodrachen in der Clanburg selber als Defense ist nicht so gut. Hast du recht, hast du recht. Finde ich eigentlich auch nicht so gut, aber ich hatte ja, glaube ich, auch gesagt, bei so ganz kleinen Rathaus 9ern, stellt euch einen Rathaus 9er vor, der gerade so seine Clanburg auf 30 Truppen hat, hat eine 2er Queen und einen 10er King und hat sonst noch nichts anderes. Und der Angreifer sieht genauso aus. So eine 2er Queen oder eine 3er Queen, keine Ahnung. Also noch nicht die Fähigkeit. Und so einer greift euch an. Für den ist so ein Babydrache, so ein Elektrodrachen doch schon nervig, wenn er auf Max ist, denn da hat er schon richtig Heal Points. Und ihr seht das auch hier, sind das ja schon starke Verteidigung, aber das tut den Drachen hier jetzt nicht wirklich weh. Einer geht jetzt noch hoch und deswegen glaube ich, bei kleinen Rathaus 9ern kann der Drachen vielleicht was bewirken. Ich meine, ich bin mittlerweile auf den Trip mit meinen kleinen Rathaus 9ern. Mache ich immer als erstes Lufthoch. Das heißt also, wenn ich ein Neuner bin, ich verzichte auf die Hogs, ich verzichte auf den Golem, sondern ich mache als erstes die Lufttruppen hoch und dann erst, muss ich sagen, die Erdtruppen. Aber da ist auch jeder anders. Auch der Bruno Bratze, Bruno Bratze, total genialer Name. Bruno Bratze war hier anders, hat sich hier für eine Erdarmee entschieden, aber er ist auch ein Rathaus 11er. Ja, ist auch ein Rathaus 11er. Ich meine, so eine Base kannst du auch mit Luft machen. Allerdings, okay, hier steht eine Queen in der Mitte, aber 15. Naja, das sei mal dahingestellt. Aber mal gucken, wie er hier in die Base reinkommt. Ziemlich breitflächig muss er hier jetzt durch, aber ich glaube, der Funnel ist ihm erstmal durchaus gelungen. Kommt hier jetzt weiter mit der Karre rein. Guter Einsatz hier übrigens der Karre. Ich habe die Tage schon wieder Einsätze der Karre gesehen. Da habe ich nur selber mal wieder so intern gedacht, Leute, da müsst ihr mal ein bisschen meine Videos gucken, dann wisst ihr, wie man die Karre einsetzt oder halt auch von den anderen YouTubern, die diese Karre rauf und runter erklärt haben. Wie fährt sie, wann fährt sie, wie weit fährt sie und warum fährt sie. Aber warum sie hier fährt, sie fährt nämlich die Walküren. Schön spazieren, schön gemacht hier. Schon mal ein bisschen Defense auf sich gezogen, wenn auch nicht überlebt. Aber ich glaube, das war auch jetzt nicht so Sinn und Zweck. Die haben ein bisschen was auf sich gezogen. Und damit ist die Mitte hier jetzt auch entkernt. Außen geht es rum mit King. Ein bisschen Gefolge. Und hier sind noch Bowler unter Heil auf der Flanke. Wunderbar. Super gemacht hier. Ich denke, Bruno Bratz ist auf dem richtigen Weg, auch mal irgendwann ein guter RH-Server zu sein. Und es hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich gehe jetzt gleich aus diesem Clan hier raus. Ich wollte aber unbedingt noch abdrehen hier, so ein bisschen inkognito abdrehen. Mal sehen, ob mich jemand erkennt, falls mich jemand vom Clan Firefighters erkennt oder jetzt erkennt. Bitte in den Kommentar rein. Ich grüße euch auf jeden Fall nochmal ganz, ganz herzlich. Vielen lieben Dank, dass ich hier zwei CKs mitspielen durfte. Also sie haben mich noch zweimal mitgenommen. Ich hätte fast gesagt, war meine eigene Schuld, denn ich habe mich natürlich nicht auf Rot gestellt. Ich bin einfach grün geblieben mit dem Account hier im Moment. Aber der geht hier jetzt weiter. Ich hoffe, ihr hattet einen. Wann kommt die Folge? Ich glaube, sie kam am Samstag. Ich hoffe, ihr hattet oder habt noch einen schönen Samstagabend. Habt ein schönes Wochenende. Und ich würde sagen, bis dahin. Übrigens gewonnen, 45-11. Euer Toto.
Das stimmt.